Hallo, willkommen zurück. Es ist knapp nach 12 Uhr, High Noon, zur etwas ungewöhnlichen Röhrenstunde. Heute geht es um die RS69G, G wie Gustav. Das G steht in diesem Fall für eine sogenannte Gitterstrommodulation. Das heißt, die Röhre wird mit einer positiven Gitterspannung betrieben. Das ist ein etwas seltenerer Betriebsmodus, aber kommt bei Senderöhren eigentlich relativ oft vor, im Gegensatz zu kleineren Verstärkerröhren. Das Gitter muss dafür ausgelegt sein, dass in diesem Fall, halt, wie der Name schon sagt, Gitterstrom fließt. Und die dabei entstehende Abwärme muss natürlich irgendwie weggeschafft werden. Dazu noch eine kleine Fehlerkorrektur bei einer Konkurrenz-Webseite. Dort ist als Sockel angegeben, die Röhre verfügt über einen dreipoligen Europasockel. Das ist natürlich nicht korrekt. Es ist ein Telefunkensockel mit drei Polen und drei Stiften. Das Typenbild auf dieser Website ist übrigens noch ein altes Bild von meiner Sammlung, weil ich war der Sammler aus D, beziehungsweise ich war der Sammler aus D. Das aber nur so als kleiner Gag am Rande. Ich habe von der RS69G zwei Varianten. Eine produziert wahrscheinlich Juni 1940 und eine zweite. Dort ist die Seriennummer leider nicht komplett lesbar. Ich tippe mal aber auf einen ähnlichen Produktionszeitraum. Der einzigste Unterschied, sichtbare Unterschied ist, dass das Anodenblech glatt ist, und bei der ersten Variante ist das Anodenblech geriffelt, wahrscheinlich zur besseren Wärmeableitung, also Abführung, weil die Röhre ist mit der Radiationskühlung. Kommen wir mal zuerst, also kurz noch die technischen Daten. Die Röhre hat eine Wolframkathode, ist also somit ein Hellbrenner, wird geheizt mit 10,3 Volt bei 2,7 Ampere Heizstrom. Strom. Natürlich direkt geheizt. Und kommen wir mal zuerst zum Datenblatt. Wie gesagt, Kathode ist aus Wolfram, direkt geheizt, Heizspannung 10,3 bei 2,75 Ampere, und natürlich immer der Kommentar, dass die Heizspannung auf 3% konstant gehalten werden muss während des Betriebs. Die Röhre hat eine Anodenverlustleistung von 20 Watt und eine maximale Anodenspannung von 1000 Volt. Das war die falsche Seite. Hintergrund der Tütata. Man sieht an der Kennlinie, dass der größte Teil im positiven Spannungsbereich liegt für die Gitterspannung. Der maximal entnehmbare Anodenstrom in der Hochfrequenzverstärkung ist in diesem Fall 45 mA bei Gitterstrom von 10 mA. Das ist jetzt speziell für den sogenannten B-Betrieb, also der Betrieb mit positiver Gitterspannung. Und das testen wir gleich am Neuberger. Es gibt eine spezielle Emissionsmessung für den statischen Betrieb, nämlich bei einer Anodenspannung von 150 Volt und einer Gitterspannung von 150 Volt. Da sollte der Anodenstrom ungefähr 125 mA betragen. Das prüfen wir gleich. Aber jetzt erstmal zuerst die Bilder der Röhre.
Ich habe bei den alten Bildern immer versucht, die Reflexionen wegzubekommen. Das hat dafür geführt, dass, wie man auf der anderen Webseite sieht, die Röhren von etwas komischen Winkeln fotografiert wurden. Das habe ich inzwischen aufgegeben. Ich akzeptiere die Reflexionen, teilweise sind sie halt nicht vermeidbar. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt erstmal die Detailbilder der Röhre. Oben ist die Anodenkappe mit einem Schraubverschluss. Das ist noch eine typische 30er-Jahre-Konstruktion, dass die Anode vom Kopf der Röhre hängt und somit das praktisch die Sollbruchstelle ist, weil wenn diese Röhre bricht, bricht sie meistens in diesem Bereich, weil dort natürlich die größte Kraft aufwirkt und das Glas dann einfach bricht. Und dann der Anodenzylinder in der Röhre rumwabbelt. Hier ist das Steuergitter. Der Anodenzylinder. Ist das Ganze von unten. Das Steuergitter und die Kathode werden von unten gehalten. Das hier ist die Verschraubung. Hier ist der Quetschfuß. Und das ist der Sockel. Den sehen wir auch gleich noch im Detail. Das ist die Anode. Mit der Anodenschraube. Tatütata. Hier sieht man auch schön die Feder, mit der die Kathode gespannt wird. Das ist auch der Grund, warum diese Röhren nur aufrecht betrieben werden dürfen. Das ist eine Detailaufnahme der Halterung der Kathode und des Gitters. Hier ist nochmal der lackierte Sockel. Das ist ein Versuch, den Anodenzylinder zu fotografieren. Auch hier, wie gesagt, sieht man das Steuergitter und die aufgehängte Kathode. Hier ist auch die Haltefeder. Die Halterung des Steuergitters isoliert mit Glas. Wie immer auf der Videobeschreibung sind die Detailbilder auch verlinkt, sowohl für die RS69G als auch die RS69 Römisch 3G, die gleich vorgestellt wird. Hier ist das Steuergitter. Das ist der Quetschfuß mit Römisch 4, handschriftlich.
Die Röhre wurde für die Kriegsmarine produziert, beziehungsweise von selbiger abgenommen. Hier ist doch mal ein Detail vom Quetschfuß mit dem Halter. Das ist die Röhre mit anderem Hintergrund, also versucht etwas, ja, ohne Reflexionen zu fotografieren, also ohne Reflexionen im System, im Glaskolben ist halt, ja. Röhren, egal welche, sind sehr undankbar, wenn es ums Fotografieren geht, weil man fotografiert im schlimmsten Fall einen Spiegel. Das ist noch eine Detailaufnahme des Sockels. Der besteht, wie gesagt, aus drei Stiften. Das sind normale Bananenstecker mit 4 mm. Das ist so ein Versuch, das System zu fotografieren. Hier ist, wie gesagt, die Halterung des Gitters. Hier ist das Steuergitter. Und hier ist die Anquetschung vom Heizfaden, also der Kathode. Die ist hier noch sanft zu erkennen. Hier ist es etwas besser. Das hier ist eine Detailaufnahme vom Kopf. Also hier ist die Aufhängung der Anode mit einem Glasisolator für die Aufhängung des Gitters, das damit auch stabilisiert wird. Hier ist die Feder, die die Kathode spannt, mit einem schönen handgebogenen Glashaken. Das hier ist aus einer anderen Position. Das ist der Quetschfuß, also die Halterung im Quetschfuß. Das ist aber der Quetschfuß im Detail. Man sieht den Kit, mit der die Röhre eingeklebt worden ist. Das ist nochmal das Steuergitter mit der Aufhängung der Federung der Kathode. Das ist die Röhre von oben. Ein Versuch, das System einigermaßen zu fotografieren. Die Bezeichnung Kriegsmarine. Nochmal die Halterung am Quetschfuß. Und das war es für die RS69G. Ich habe, wie gesagt, eine zweite Variante, die RS69 Römisch 3G. Die sieht sehr ähnlich aus, außer dass die Anode in diesem Fall ein nicht gestanztes Blech ist oder ein Blech ohne Stanzung. Die Verschraubung der Anode sieht sehr ähnlich aus, auch die Aufhängung ist identisch.
Dasselbe gilt auch für den Quetschfuß. 3649 ist in diesem Fall meine Inventarnummer, also die hat nichts mit der Röhrenproduktion zu tun. Den Stiftsockel. Das ist eine Detailaufnahme der Anode. Das ist der Quetschfuß. Die Aufhängung des Steuergitters ist auch identisch mit der anderen Variante. Das ist die andere Seite, also die Aufhängung des Kopf, vom Kopfstück. Ebenfalls das Steuergitter ist mit einem Glastropfen isoliert. Man sieht hier leicht versteckt die gefederte Aufhängung der Kathode. Das ist die Verschraubung der Anode, also die Außenverschraubung. Das ist eine Detailaufnahme der Vernietung. Die Vernietung der Anode, das ist die Halterung. Hier ist der Quetschfuß. Ach ja, das andere Spiel. Das ist gerade eine Traben, die ein Falschparker darauf hinweist, dass dein Auto gleich weggeschubst wird. Das ist hier die Aufhängung der Kathode, die Federung, die Aufhängung des Steuergitters, der Isolationstropfen aus Glas. Hier ist der Sockel mit den drei Messingstiften. Das Steuergitter mit der Aufhängung, also der Befestigung der Kathode. Hier ist der erste Heizer. Hier hinten dran ist der zweite. Die Kathode ist als V aufgehängt. Das ist ein Versuch, die Typenbezeichnung zu fotografieren. RS69 römisch 3G. Hier ist nochmal ein Detail von der Aufhängung des Steuergitters. Hier die Kathode, die Anode. Das ist die Anodenschraube. Hier wieder vom die Befestigung der Kathode. Hier ist der Quetschfuß. Hier noch doppelt die Aufhängung der Kathode. Hier ist der Glashaken, das ist die Feder.
Hier unten ist der Haltehaken für die Kathode. Das hier ist das Steuergitter. Das ähnliches Bild. Hier ist der Quetschfuß, auch hier mit dem weißen Kit. Detailaufnahme des anderen Zylinders. Die Anodenschraube. Das Ganze von oben. Von unten. Wieder der Quetschfuß. Nee, Entschuldigung, das ist jetzt. Die Röhre steht auf dem Kopf, das ist die Anode. Hier sieht man nochmal detailliert die Feder, die die Kathode spannt. Hier ist das Steuergitter. Hier ist noch bei der Quetschfuß. Hier ist die Kathode, die beiden Zuläufe, das Steuergitter. Hier ist noch mal der Sockel. Und das war's. Wie gesagt, beide Varianten sind noch ungetestet und ich werde jetzt auf dem Neuberger prüfen, ob die Emission bei der angegebenen 150 Volt einigermaßen zutrifft und vor allem, ob die Röhre noch überhaupt funktioniert, weil aufgrund des Alters besteht die Möglichkeit, dass sie Luft gezogen hat. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, es ist 13:08 Uhr. Ich muss mit der Vogelperspektive beginnen. Der Tütertal im Hintergrund. Das hier ist die erste Röhre, die wir prüfen. Und das wird die zweite sein. Ich hoffe, es ist einigermaßen im Bild scharf. Röhren sind immer scharf. Das war jetzt ein blödes Wortspiel. Aber da, wie gesagt, die schrecklichen Stifte sind, muss ich jetzt die Röhre Freiluft montieren bzw. verkabeln. Und dazu brauche ich wieder die Bananenstecker, nämlich drei Stück. Brauche einmal die Heizung. Und einmal das Steuergitter. Wir fangen an mit der RS69G. Ich hoffe, ich kann die jetzt einigermaßen. Von der Beschaltung, dies hier sind die Heizung und dieses ist das Steuergitter.
So, die Anode ist am Kopf der Röhre. Und die wird jetzt auch auf die Anode, Anode ist Anode, aber das Steuergitter wird ebenfalls als Anode beschaltet, da in der Testkonfiguration Steuergitter und Anode identisch sind mit 150 Volt. Jetzt muss erstmal geprüft werden, ob die Röhre überhaupt sie soll zwar hochstehend betrieben werden, aber mir fehlt jetzt die Möglichkeit dazu. Insofern muss jetzt kurz eine sehr, sehr schiefe Konstruktion. Es war so schief, dass wir jetzt wieder auf den Hochkantbetrieb gehen, also mit Kameraführung. Ich habe die beiden Heizer konnektiert. Da, wie gesagt, in der Prüfung der statischen Prüfung Anodenstrom, Anodenspannung gleich Gitterspannung gleich 150 Volt gilt, mit einem Anodenstrom von ungefähr 125 mA ist das Steuergitter auf der Anode gelandet und die Anode auf der Anode. Die Röhre hat 10,3 Volt Heizspannung. Da ich nicht weiß, ob sie Luft gezogen hat, starten wir mal relativ weit unten. Wenn die Röhre Luft gezogen hat, wird sie eh verbrennen, auch bei niedrigerer Spannung. Aber die geringere Heizspannung erhöht dann den Unterhaltungswert, weil sie ist dann eh im IOL, ob mit oder ohne Rauchfahne. Alles andere steht noch auf 0. So, die Röhre hat schon mal Durchgang im Heizer. Die Kontrolllampe leuchtet. Wie gesagt, es ist ein Hellbrenner und ich versuche jetzt langsam die Heizspannung hochzuregeln. 0,7 Volt, 1,2 Volt. Es raucht noch nichts. 1,5 Volt. Das habe ich gerade Blödsinn gemacht, weil ich muss natürlich erst in die Anode, in die Kathode gehen, also dass die Röhre auch heizt. So, dann auf ein neues 0,7 Volt. Die Röhre kommt so langsam.
4 Volt. Mit irgendwie 90 Jahren Abstand kann man irgendwie sagen, der Sockel ist eine Fehlkonstruktion für die zum Testen der Röhre. Aber das ist jetzt mehr sarkastisch gemeint. So, wir sind bei 4 Volt. Acht. Wie gesagt, 10,3 Volt ist gefragt. Ich stelle jetzt den Regler auf die Rechtsposition, also geringste Spannung, und gehe jetzt in den 13 Volt Bereich. Weil mein Neuberger hat keinen 10 Volt Bereich und ich springe von 8 auf 13. Bin jetzt in der 2x20 mal 2x10 Skala. Ich stelle jetzt hier die 10 Volt Haltspannung ein. 10,3 ist ein bisschen ungefähr 10. Man sieht, die Röhre glüht. Machen wir mal den. Beleuchtung schon funktioniert. Es ist schon zu hell draußen. Wenig. Aber man kann sich vorstellen, wie der Hellbrenner aussieht. Und wie gesagt, wir brauchen jetzt 150 Volt in der Anode. Dazu natürlich auch das Ampermeter. Ich bin jetzt hier auf 150 Volt. Bin in der 250 Volt Skala, also die obere. Ich stelle jetzt auf 150 mal grob, weil ich muss eh gleich nachregeln. Wir gehen die Testschritte durch. Wir haben einen Strom. Ich regle jetzt die Spannung nach auf 150 Volt. Es reicht nicht mehr, ich muss einen Bereich höher gehen. Jetzt im 500 Volt Bereich. So, ich bin nicht 200.
So. Neuberger probt ziemlich. Und ich bin von der Spannung, aber vom Strom aber schon weit drüber. Bin jetzt bei 100 Volt und habe schon 170 Milliampere Strom. Jetzt ist die Frage, vorhin war ich in den 150 Volt und der Strombereich ist über die 200 Milliampere gegangen. Emissionsstrom ist, wie gesagt, nach Datenblatt, ja, UA gleich UG 150 Volt. Kurz eine Gedenkpause. Das ist eventuell ein bisschen unmissverständlich geschrieben, liest sich aber so UA gleich UG gleich 150 Volt. Also Fokus, keine Lust, ich auch nicht. Ich gebe jetzt also das heißt, ich lege Anode und Steuergitter auf dieselbe Spannungsversorgung. Ich lege jetzt das Steuergitter auf eine eigene Spannungsversorgung und messe jetzt nur den Anodenstrom. Das heißt, das Gitter wird jetzt umgelegt. Eine positive Spannung. Nämlich auf 150 Volt. Jetzt gerade die Klemme im Weg. Die Anode auf 150. Feuer frei. Auch 101, 100 Milliampere. Regeln wir mal die Spannungen nach. Das Steuergitter. Anode.
komme nicht auf die 150 genau. Ich habe jetzt knapp 130 auf der Anode und 150 am Steuergitter. Und ab 197 Milliampere. Immer Stüffelkrach. Auf die Gefahr hin, jetzt eine falsche Messung gemacht zu haben. Es ist eine Emission da. Prüfen wir das Ganze mal mit 0 Volt Gitterspannung und 150 Volt Anode. Das sollte entsprechend wenig fließen. Volt. Und 100 Volt im Steuergitter. Bin jetzt hier im 0 Volt Bereich. Wenn ich das Steuergitter jetzt moduliere mit 5 Volt, geht der Strom entsprechend zurück, also das Steuergitter funktioniert. Auf den 10 Volt Bereich, auf den 50 Volt Bereich, also das Steuergitter funktioniert. Bei 0 Volt im Gitter und 150 Volt in der Anode habe ich etwa 4,3 Milliampere im Anodenstrom. Und das probieren wir jetzt mal auf der anderen Röhre, ob die auf ähnliche Werte kommt. Dafür stelle ich auch die Heizspannung wieder auf 0. Um sicherzustellen, dass die andere nicht sofort verbrennt, sollte Luft gezogen worden. Gut, gehen wir nochmal auf die Parkposition. Und die Röhre ist knallend heiß. Ich bin gleich wieder da. Ich muss gerade fliegend den Anoden so bin ich wieder. Die Anode. So, wie man schon an der Kontrolllampe sieht, das Steuergitter hat Durchgang. Ich starte wieder bei 0 Volt in der Heizung. Komma 7.
1,2, 1,5. Ja, es glüht schon was. Also die Röhre hat auch keine Luft gezogen. Mal 2 Volt. Fokus hat keine Lust. 4 Volt. Drei, acht, und jetzt muss ich wieder etwas nach rechts drehen, weil ich jetzt auf den 13 Volt Bereich umschalten muss. Fokus überhaupt keine Lust mehr. Und stellen wir nochmal die 10 Volt korrekt ein. Und auch hier glüht die Röhre. Sie hat eine etwas schwächere Emission. Man muss die 150 Volt richtig einstellen. Komm, Fokus. Talk to me. Bei 0 Volt im Steuergitter 2,6 mA, die andere hatte 4,1, also ist hier die Emission ein bisschen schlechter. Machen wir mal rückwirkend nochmal denselben Test wie bei der anderen, indem ich die Anode und das Steuergitter gleichschalte. So, Anode, Steuergitter ist jetzt wieder auf der gleichen Kapazität. Oh, mein Nerv. Don't try this at home. So, Anode und Steuergitter ist jetzt auf identisch geschaltet. Und jetzt muss ich hier wieder versuchen auf die 150 Volt zu kommen. Das klappt auch mit der Röhre. Sie hat aber eine etwas schwächere Emission. Nämlich 150 mA. Laut Datenblatt hätte sie haben sollen 175 mA. Aber okay. Ich würde sagen, beide funktionieren.
Die erstere war ein bisschen stärker und diese ein bisschen schwächer, aber sie haben beide eine Emission, die ich regeln kann. Also wenn ich jetzt nochmal das Steuergitter auf den Negativ schalte und von 0 auf negativen Wert schalte, reagiert das Gitter, also das Steuergitter funktioniert. Ich habe eine Bremswirkung, also die Röhre funktioniert. Bei der Emission würde ich sagen, sind beide noch einigermaßen, die zweite vielleicht ein bisschen schwächer, aber es ist noch ausreichend. Wie gesagt, das Datenblatt in der Kennlinie spricht von 1000 Volt Anodenspannung. Das schaffe ich mit dem Neuberger leider nicht, beziehungsweise alternativ 600 Volt. Aber es hat gereicht. Beide funktionieren, beide haben keinen Vakuumfehler. Beide sind im Notfall noch als Nachttischlampe zu benutzen, weil es sind Hellbrenner. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Es ist jetzt 13.40 Uhr am 26.07. Ach je, und bis zum nächsten Mal.